Hi, folks. Ja. Vor ein paar Tagen da musste ich in die Apotheke gehen, zum Medikament holen. Und dann bin ich an einer Bank vorbeigekommen. Und die hat offen gehabt. Das ist eine Konkurrenzbank von meinem Institut, wo ich mein Geld deponiert habe. Und dann habe ich nach der Apotheke gedacht, da gehe ich mal schauen, wie ich denke, das aussieht bei meiner Bank. Und dann nachher bin ich dort hergekommen und es hat aber zu ausgesehen. Jemand ist im Bankomat gestanden und hat Geld rausgelassen. Und dann habe ich dann so meinen Kopf an der Eingangstür platt gedrückt. So. Und dann habe ich dort einen Bankräuber gesehen, quasi. Total vermummt. Und dann hat er mit gross aufgerissenen Augen ist der zu mir zäckeln gekommen. An die Türen her, es war aber noch zu, oder? Und schreit aus der Bank raus, ja, da komme ich nicht rein ohne Maske. Oder? Und da habe ich gefunden, ja, aber ich habe jetzt keine, oder? Bonjour. Und da habe ich gefunden, ja, ich kann in die Apotheke, eine gehen posten gehen, oder? Und dann habe ich einfach gefunden, ja, dir piept es voll, oder? Und bin gegangen. Und am Nachmittag bin ich dann in Intermarché, also in den Supermarkt, und posten gegangen, selbstverständlich auch ohne Maske. Es ist auch dort so, dass viele Leute Masken tragen. Aber man lässt die, die ohne Maske reingehen, die lässt man in Ruhe. Man kann dort posten, ohne dass man eine Maske trägt. Dann habe ich das jemandem geschrieben auf Facebook. Und der oder die hat mir dann geantwortet, ja, ich bin in Deutschland, sechs gerade umgekehrt. Oder? Auf der Bank, da dürfen wir ohne Maske. Aber im Supermarkt, da müssen wir eine Maske tragen. Und da finde ich es schon noch speziell, oder? Wenn ich mich dann fragen kann, ja, steckt man sie in Frankreich auf der Bank an und in Deutschland im Supermarkt? Also da gibt es also Menschen, die behaupten, dass Maske tragen einfach eine reine Schikane ist. Und irgendwie macht es schon ein bisschen den Eindruck. Oder? Da kann man sich ja auch fragen, wenn du jetzt eine Maske trägst und du glaubst, dass du dich nicht anstecken kannst, wieso musst du dann noch Social Distancing machen? Kannst du dich ja nicht mehr anstecken. Oder im Flüger rein, wenn sie sagen, ja, musst du Mittelreihe freilassen und irgendwelche, ich weiss nicht was, Trennwände wollen sie machen, oder? Wenn alle Masken haben, können sie sich ja gar nicht mehr anstecken. Ja, ist das denn so? Da gibt es so Studien, die gezeigt haben, dass einer, der den Coronavirus in sich trägt, wenn der hustet, dann hustet der durch die Maske durch. Und das Verrückte ist, dass unwesentlich weniger Viren durch die Maske durchkommen. Es taucht dann immer wieder das tolle Bild auf, da mit dem Pinkeln, wenn nackt einer her ein bisschen ist, dann wirst du gerade nass, oder? Wenn er sich selber in die Hose bisselt, dann wirst du halt nicht nass. Und die meinen dann, Masken ist etwa so. Ja? Aber die Studie zeigt ja gerade etwas anderes. Ja? Da kommst du nicht drauf. Das ist aber schade. Das wäre wenigstens das Lustige dran. Ja, aber das ist kein lustiges Video, das ist ein ernstes Video. Nein, du hast schon ein bisschen Humor. Ja, was willst du da humorvoll? Oder? Das ist nicht schlecht. Es ist gut gewesen. Jetzt halt der Gosch. Aber mit dem Virus ist es irgendwie ein bisschen anders, oder? Da schreiben also Forscher, dass der Virus einen Durchmesser hat von 20 Nanometer. Und ein Nanometer, das ist ein Meter geteilt in 1 Milliarde, also viel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das heisst, das ist ein 50.000stel Millimeter, oder? Ein Millimeter, und dann tun wir da 50.000 Teile machen. Das kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Also habe ich gedacht, jetzt tue ich den Virus einmal vergrössern auf 1 Zentimeter. Das heisst, ich muss ihn also 500.000 Mal vergrössern. Und wenn ich dann einen Zentimeter 500.000 Mal vergrössere, dann sind das 5.000 Meter. Dann muss ich das vorstellen, wenn ich auf 5 Kilometer irgendwo ein Böllchen von einem Zentimeter herlege und das sollst du dann suchen, dann findest du ein Virus. Ja.
Oder du könntest ja sagen, wenn der Goalie, der Neuer steht im Goal und es ist Penaltyschüsse, und dann wissen wir ja, er hat nicht so gute Karten, oder? Wenn er einen kleinen shooten kann, würde ich mir sogar noch zutrauen, am Neuen vorbeizuschiessen. Ja, mal, du hast 50%ige Chancen, oder? Aber jetzt ist das Penaltyschiessen etwa so, wie wenn 100 miteinander auf den Neuen ballern, oder? Wie viele Böller kann er dann fangen, oder? Sagen wir 4, 5 zufälligerweise tüpfen dann und der Rest geht ins Goal. Ja. So ist es eben eigentlich auch mit dem Virus. Ja. Wenn wir den Dr. Bonelli von Wien nehmen, oder? Der macht auch noch hübsche Filme, können wir sehr empfehlen, die mal auch schauen zu gehen. Nicht nur zum Maskentragen, aber unter anderem auch zum Maskentragen. Ich einfach gesagt, das ist im Fall für Psychiatrie, wenn du im Auto hockst und eine Maske trägst. Und was sehen wir da? Die Leute hocken im Auto und tragen Maske. Und der Bonelli sagt, wenn ich da draußen laufe und mit einer Maske rumlaufe, oder, dann habe ich auch voll einen Schuss in der Birne, oder? Weil, wo will ich mich denn jetzt da anstecken? Was das dann noch mit den Kindern macht, oder, ist eine ganz andere Fragestellung, oder? Wenn da so schöne Bilder überkommen. Es soll in Frankreich in der Schule zu und her gehen, wenn sie die kleinen Kindli da in einzelne Feldlein setzen, oder? Ich meine, die haben das Trauma fürs Leben. Also, hören wir doch einfach auf mit Masken tragen. Mit einem guten Beispiel voran geht ja der Bundespräsident von Deutschland, Steinmeier. Darum habe ich das Film hier hinten noch kurz hergehängt. Viel Spass. Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Ja? Das mache ich sehr gerne. Danke. Ja.